herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Kulturwerke Deutschland. Ich bin Julia und bin jetzt schon seit ungefähr 1,5 Monaten hier in den USA und werde euch morgen mal ein bisschen mit durch meinen Tag nehmen, euch zeigen, wie es so in der Highschool abläuft und wie so meine tägliche Routine ist. Bis morgen! Guten Morgen, es ist jetzt ungefähr 7:15 und das heißt für mich Zeit zum Aufstehen. Ich mache mich jetzt erstmal fertig und dann filme ich weiter für euch. Und das hier ist übrigens mein Zimmer. So, das ist jetzt mein Outfit of the Day. Relativ entspannt, weil ich habe in der zweiten Stunde heute Aerobics, also eigentlich jeden Tag Aerobics. Und generell ist das mit dem Dresscode hier in den USA mega entspannt. Also hier tragen eigentlich alle Leggings und einfach irgendwie ein Pulli zur Schule. Und jetzt gehe ich erstmal frühstücken. Zum Frühstück gibt es bei mir heute einfach Cornflakes. Und ja, das ist Milch, da sind ungefähr 2-3 Liter Milch drin. Und dazu gibt es Glaswasser. Den Weg zu meiner Aerobics-Klasse, das hier ist unser Essenssaal und ja, ich habe jetzt erstmal Aerobics. So, meine erste Stunde ist Englisch, die ist jetzt rum und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meiner Aerobics-Klasse. Hier, das ist der Shop von meiner Schule, wo man Schulmerch und so kaufen kann und auch die Sportler ihre Team-Pullis kaufen. Und ja, ich habe jetzt Aerobics. Mal sehen, was wir da heute machen. Geschichte und konnte aus meinem Kurs rausflexen, das heißt, dass wir woanders hin können, um zu arbeiten. Und ja, ich habe jetzt als letztes Fach noch Deutsch, da kann ich als Co-Teacher ein bisschen mithelfen. Das ist richtig cool und da schauen wir auch die Tiger News, das sind die News hier von meiner Schule. Das ist so eine kleine Nachrichtensendung, die halt so Schüler machen. Das ist jetzt 5:03 Uhr, ich hatte gerade bis jetzt Deutsch und jetzt habe ich Schule aus und werde jetzt mit meinen Brüdern wieder nach Hause fahren. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen und snacke jetzt erstmal einen Erdnussbutterkeks und werde dann gleich ein bisschen Hausaufgaben machen. Als Dinner hatten wir heute Beef mit Kartoffeln, Karotten und Sellerie, das war sehr lecker. Und gleich esse ich noch einen Cookie. Es ist jetzt 7 Uhr, ich habe jetzt Abend gegessen und dann noch ein paar von meinen Hausaufgaben fertig gemacht und gehe jetzt erstmal duschen. So, dann suche ich abends meistens noch mein Outfit für den nächsten Tag raus. Morgen ist das dann einfach ein schwarzer Pulli und der Rest liegt auch schon bereit. Und dann packe ich noch meinen Rucksack aus, lade mein iPad auf und dann bin ich auch schon bereit, irgendwas mit meiner ganzen Familie zu machen. Hi, es ist jetzt 9:50 Uhr bei mir. Ich bin jetzt gerade in mein Zimmer gegangen und heute war ein ganz normaler Tag für mich und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen und ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, wie mein Leben oder mein Alltag hier in den USA so ist. Also heute Morgen bin ich 7:15 Uhr aufgestanden, weil heute ist Mittwoch und Mittwoch fängt bei mir die Schule immer 8:30 Uhr an. An allen anderen Tagen fängt die Schule bei mir 8:10 Uhr an. Also mittwochs kann ich immer ein bisschen länger schlafen. Dann habe ich mich fertig gemacht, gefrühstückt und bin dann mit meinen beiden Gastbrüdern zur Schule gefahren. Meine erste Stunde in der Schule ist dann Englisch. Da haben wir heute ein bisschen an unserem Buch weitergearbeitet, was wir momentan lesen. Und ja, das war dann auch schon meine erste Stunde. Meine zweite Stunde ist Aerobics. Da haben wir heute ein Workout auf einem Cardiogerät gemacht. Also wir sind gelaufen oder waren auf dem Stepper und haben uns danach noch ein bisschen gestretched. Das ist eigentlich auch immer richtig cool. Aerobics ist meine Lieblingsklasse momentan. Und danach hatte ich Mathe. Da arbeiten wir relativ individuell an unseren iPads. Und dann meine
Vierte Stunde war US History. Das ist auch mega spannend, weil wir da auch individuell an eigenen Projekten arbeiten können. Und was ein bisschen anders ist als in Deutschland, ist, dass ich mitten in meiner US History Klasse Lunch habe. Und dann gab es bei mir Mittagessen. Heute hatte ich Breadsticks mit Käse gefüllt und dazu Gemüse und ganz viel Obst. Und dann hatte ich halt weiter US History und danach habe ich Deutsch, was eigentlich ganz lustig ist, weil ich da nicht wirklich Unterricht mache. Also ich mache da nicht nur Arbeitsblätter oder so, sondern ich helfe eher der Lehrerin und unterrichte ein bisschen selber oder sowas halt einfach, um ein bisschen zu unterstützen und denen halt beizubringen, wie Deutsch wirklich ist und ihnen ein bisschen über meine Kultur beizubringen. Und die bringen mir dann auch im Vergleich was zu über die USA bei, was sie halt gerade schon auf Deutsch so sagen können. Und dann bin ich um kurz nach 3 zu Hause angekommen und habe dann erstmal einen kleinen Snack gegessen. Das war heute ein Cookie, an manchen Tagen ist es aber auch einfach ein Toast mit Peanut Butter und Jelly oder auch mal ein paar Cornflakes. Das kommt ganz drauf an. Und dann habe ich ein paar Hausaufgaben gemacht. Das war aber auch nicht viel, sondern einfach nur ein bisschen weiterarbeiten an meinen Projekten aus meinen ganzen Klassen. Danach habe ich geduscht und dann Zeit mit meiner Gastfamilie verbracht. Heute habe ich mit meiner Gastschwester Just Dance getanzt und wir haben Spotted gespielt. Das hat richtig Spaß gemacht. Und vorher, was ich gerade ganz vergessen habe zu sagen, gab es bei mir Abendessen. Das gibt es bei uns immer so zwischen 5 und 6 Uhr, weil meine beiden Gastbrüder danach zur Arbeit müssen oder meine Gastschwester Training hat. Und ja, da gab es heute Beef mit Kartoffeln und Karotten und Sellerie. Das ist mega lecker. Das Essen hier ist zwar ein bisschen anders und es ist auch ein bisschen komisch, dass man hier so früh isst, aber es ist auf jeden Fall immer mega lecker und ja, es ist halt mal was Neues, eine neue Kultur und ein anderes Leben. Das ist eigentlich, wie mein Tag immer so ist. Ich verbringe abends immer Zeit mit meiner Gastfamilie oder treffe mich mit Freunden und am Wochenende telefoniere ich nachmittags dann auch mal mit meiner Familie, wenn es halt mit der Zeitverschiebung gerade passt. Und ja, das ist eigentlich so ein typischer Tag von mir in Minnesota. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, liegt bei mir hier mega viel Schnee. Das liegt daran, dass wir gestern einen kleinen Schneesturm hatten. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr wollt vielleicht auch mal in die USA und den Alltag erleben, in eine Highschool gehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst vielleicht einen Daumen hoch da. Und wenn ihr interessiert an einem Auslandsjahr seid, könnt ihr euch hier auf jeden Fall bei Kulturwerke Deutschland melden oder auch erstmal ein bisschen kundig machen und ein paar andere Videos schauen. Tschüss!